Und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Games und Playtime und gleichzeitig wünsche ich euch auch ein schönes, frohes, neues Jahr. Tatsächlich, wir schreiben das Jahr 2014 und es ist gleichzeitig auch unser erstes Video im neuen Jahr. Und ja, an der Stelle muss ich mich auch gleich mal entschuldigen, wenn ich mich etwas kränklich anhöre. Ich bin tatsächlich etwas verschnupft, ist aber nichts Schlimmes, keine Sorge. Ihr müsst mir noch keine Genesungskarten oder sonst etwas schicken. Ja, das neue Jahr hat begonnen und ich gebe es ehrlich zu, im Januar, da sind nicht wirklich viele große tolle Spiele erschienen. Aber es gab unter anderem für ein nicht ganz so uninteressantes MMO, nämlich Final Fantasy Rim Reborn, ein großes Update, einen sehr großen Content-Patch, nämlich Patch 2.1 wurde veröffentlicht, kurz vor Weihnachten, und das war für uns natürlich ein guter Anlass, in das Spiel nochmal reinzugucken, was hat sich getan, was hat sich gebessert. Wir hatten ja damals im schriftlichen Testbericht bei uns auf der Seite, den wir ja über mehrere Wochen quasi immer wieder ergänzt haben, einige Kritikpunkte zusammengesammelt, und ja, ich bin jetzt ehrlich gesagt auch ein bisschen gespannt, was die Entwickler von Square Enix da in den letzten Wochen geleistet haben, wobei das klingt jetzt so ein bisschen, als hätte ich das Spiel die letzten Wochen nicht mal ein einziges Mal angesehen. Nein, ist natürlich nicht der Fall. Ich habe das Spiel tatsächlich aktiv weitergespielt, wie man auch teilweise an meinen Gear sieht. Also, ich war brav am Raiden und am Zocken. So, aber jetzt zu der wichtigen, essentiellen Frage, was hat sich denn in Patch 2.1 getan? Also zunächst einmal, was jedem auffallen dürfte, der gute alte Geisterzoll, der Treffpunkt der ganzen Looking for Group Member Suche hat sich verändert. Es gibt, es sind halt in erster Linie kosmetische Veränderungen. Das Ganze sieht eigentlich ganz nett aus, ist aber jetzt auch nicht der große Wurf. Was ebenfalls auffallen dürfte, ist, dass das Interface auf der rechten Seite zusammengeschrumpft ist. Also viele Punkte wurden jetzt zusammengefasst. Ehrlich gesagt bin ich da nicht ganz so begeistert darüber, weil manche Sachen, wie zum Beispiel das wichtige, die wichtige Teleportfunktion, ja, die ist hier irgendwo verschachtelt. Also das hätte nicht unbedingt sein müssen. Gleichzeitig hat man dann auch hier nochmal quasi in Klammer gesetzt, in welches Gebiet man sich portet. Das ist eine nette Geschichte, aber ganz ehrlich, jemand, der das Spiel jetzt schon die letzten Monate gezockt hat, der braucht das wirklich nicht, und auch Neueinsteiger, glaube ich, hätten dann kein Problem gehabt, was zu finden, wenn man eben diese in eckiger Klammer das Gebiet nicht angibt. Aber okay. Ist halt alles Meckern auf hohem Niveau. Apropos neues Gebiet, kann ich euch nämlich auch gleich an dieser Stelle zeigen, nämlich die Wolfshöhlen. Die Wolfshöhlen, das ist das erste offizielle PvP-Gebiet in Final Fantasy Realm Reborn. Das alte Final Fantasy hatte noch keinen PvP-Content, mit Patch 2.1 hat sich das geändert. Jetzt gibt es einen PvP-Content, das Ganze sind klassische Arena-Kämpfe, also so wie man es auch aus zum Beispiel aus großen anderen MMO-Konkurrenten kennt, wie World of Warcraft oder Rift. Es treten jeweils immer 4 gegen 4 an und man kann sich im Laufe der PvP-Turniere auch spezielles PvP-Gear zulegen. Da gibt es dann auch eigene Stats darauf, die heißen in dem Fall Moral, da sieht man es auch, PvP-Attribut. Ja, ist eine sehr nette Geschichte. Ebenfalls, was dazugekommen ist, wenn ich hier schon im Interface bin, es gibt auch Dailies. Die kann ich euch auch mal ganz kurz zeigen. Es gibt insgesamt in 2 Gebieten kann man Dailies machen. Das ist einmal hier, ach Gott, ich mag das Interface ehrlich gesagt nicht. Ich muss jetzt nochmal kurz nachdenken. Genau, das ist die Jagdhütte. Da kann man bei den Sylphen kann man Dailies absolvieren. Da bekommt man dafür unter anderem ein bisschen Kohle, also Gil. Und gleichzeitig auch sogenannte Ansehungspunkte, klingt irgendwie komisch. Also man kann sein Ansehen steigern, wenn man eben diese Dailies erfüllt, und je nachdem, welche Stufe man hat oder wie weit fortgeschritten das Ganze ist, bekommt man dann auch bei einem speziellen Händler spezielle Sachen zu kaufen. Wie das Ganze aussieht, muss ich an der Stelle sagen, kann ich noch nicht konkret wiedergeben, weil einfach ich die Dailies relativ links liegen habe, also so ein bisschen schleifen ablassen und auch jetzt nicht sagen kann, gut,
Wenn man jetzt in der nächsthöheren Stufe, glaube ich, gibt es nichts großartig Neues. Wenn man mal die ersten Dailies gemacht hat, kann man so ein paar Handwerksmaterialien kaufen. Man sieht auch hier schon dieses Symbol, das ist eben, hier kann man dann rauflaufen und die Dailies machen. Es gibt dann noch die zweite Fraktion hier, wie man sieht, die Amalchar, oder wie die ausgesprochen werden, bei denen, das ist im Wüstengebiet, da kann man ebenfalls Dailies absolvieren. Insgesamt gibt es, ich glaube, ich möchte, genau, es gibt, glaube ich, insgesamt drei Stück, die man am Tag machen kann. Man sieht, man bekommt auch dann noch hier unter anderem die kleinen Marken, also die allergischen Steine hier, mit denen man sich Rüstungsgegenstände kaufen kann, was wiederum dann interessant ist für alle PvE-Spieler, die raiden gehen möchten. Das Ansehen steigt eben um 5 Punkte und man bekommt zusätzlich dann auch hier noch Kristalle, also so Scherben, die man auch für das Handwerks, also für das Handwerk benötigt. Ja, eine ganz nette Geschichte, also für Leute, denen es, Moment, Gil gibt es auch, glaube ich, noch, bevor ich das, genau, also Gil gibt es auch 420 und natürlich Erfahrungspunkte. Also diese Dailies sind auch dann interessant, wenn man sich zum Beispiel einen Twink hochziehen möchte, dann kann man da auch nochmal quasi zusätzlich Erfahrungspunkte einhamseln, für die Leute, die jetzt nicht nur Freibriefe machen wollen. Eine, wie ich finde, ganz nette Geschichte, ist aber auch nichts Großartiges, also die Dailies sind relativ schnell runtergespult, also im Normalfall braucht man ungefähr so, ja, 10 bis 15 Minuten maximal, aber das ist wirklich Maximum, also quasi pro Fraktion, und dann ist man eigentlich auch schon wieder durch. Gut, was gibt es sonst noch, weil ich gerade beim Ansehen war, hier gibt es nämlich solche Herzchen, die was man sammeln kann, so Ansehenspunkte, und diese Ansehenspunkte bekommt man von anderen Mitspielern, wenn man quasi im Looking for Group Tool nach, also mit einer Gruppe unterwegs ist und dort ja, sich als guter Spieler bewährt. Man sieht auch dieses Looking for Group Tool, das ist jetzt etwas umfangreicher gestaltet als im Vorfeld noch. Es gibt unter anderem jetzt auch sogenannte Zufallsinhalte. Die werden nochmal zusätzlich belohnt mit Marken, mit Gil, also mit Geld und mit Erfahrungspunkte. Das Ganze ist eingeordnet in Inis auf niedriger Stufe, Inis auf hoher Stufe. Dann gibt es noch das sogenannte Hauptszenario, also das sind diese Geschichtsquests, wo man in der Inni rein muss, beziehungsweise ja in ein größeres Gebiet, und dann gibt es auch noch das Gildengeheiß, auch dafür, also das kann man jetzt auch machen. Man sieht, das ist halt hier interessant für die Low-Level-Geschichten, also wenn man noch am Leveln ist, und dann gibt es halt für die Leute, die schon Level-Cap haben, auch nochmal Dailies. Bei den Dungeons ist ebenfalls ein bisschen was dazugekommen, ganz neu ist Pharao Sirius dazugekommen, ist eine sehr nette Geschichte. Wir sind da unterwegs auf der Phantominsel und ja, das Ganze spielt in so einem Leuchtturm, wie der Name schon sagt. Ist so, ja, Leuchtturm, ich finde eher, es erinnert mich so an ein kleines Schloss, sage ich mal. Dort trifft man auf neue Gegner, ist eine sehr interessante Ini, aber auch gleichzeitig eine sehr anstrengende. Also hier wird angegeben Gegenstand Stufe 48, ich bin 87 und ich sage es euch ganz offen und ehrlich, ich bin Heiler und das ist verdammt anstrengend. Selbst mit einer gildeninternen Gruppe, finde ich, ist das nicht gerade die leichteste Ini. Also, ob das jetzt wirklich Gegenstand Stufe 48 tauglich ist, sei dahingestellt. Für die Leute, die generell, wie gesagt, am Level-Cap sind und einfach ja, neues Futter brauchen, für die haben die Entwickler auch zwei bereits bekannte Inis implementiert im sogenannten Schwer-Modus. Das heißt, es sind dort zum einen alte, aber auch neue Bosse drinnen und deren Schwierigkeitsgrad wurde erhöht. Wunderbar, dass ich jetzt auch hier die ganze Zeit von Goldseller niedergespammt werde. Sehr schön. Auch das wurde anscheinend mit 2.1 nicht wirklich besser. Es gibt einmal die Kupferglockenminen auf Schwer und Hauke Herrenhaus. Ich finde ganz toll, dass man gerade sich diese Indies ausgesucht hat für Patch 2.1, dass man die jetzt in Schwermodus nachgeliefert hat, weil ich finde gerade die Indies, also Hauke Herrenhaus, eine wirklich geile Geschichte. Ich werde es euch vielleicht auch irgendwann bei Zeiten zeigen, diese Inis, also in einem separaten Video. Heute reicht die Zeit nicht, heute möchte ich euch quasi nur so einen Overview geben, was beinhaltet Patch 2.1. Also wie gesagt, drei quasi neue Inis, wobei eigentlich zwei alte mit ja, auf einen höheren Schwierigkeitsgrad. Auch hier seht ihr das PvP, die PvP-Geschichte.
Und wie man auch sieht, ich habe mich damit noch nicht großartig auseinandergesetzt. Also was heißt auseinandergesetzt? Ich war schon ein paar Mal drinnen, habe mir das angeguckt, war ehrlich gesagt nicht ganz so begeistert, weil es halt wirklich sehr öde ist und naja, nicht gerade ideenreiches PvP, also Arena-PvP ist. Man kann, bekommt unter anderem neue Fertigkeiten dazu, die halt eben speziell auf das PvP gebalanced sind. Die kann man natürlich nicht im PvE verwenden. Ja, ist halt jetzt Geschmackssache. Also für Leute, die halt PvP mögen, ist das eine nette Geschichte, aber ist halt wirklich auch nur sehr kurzweilig. Also ein Freund von mir, der begeisterter PvP-Spieler war, hat schon nach ein paar Tagen die Wolfshöhlen links liegen lassen. Also, naja. Es gibt einen Raid jetzt auch in Final Fantasy A Realm Reborn, nämlich den Kristallturm. Der Kristallturm ist für 24 Leute ausgelegt, funktioniert aber im Prinzip so, dass man sich mit einer eigenen Achtergruppe anmeldet. Man kann sich aber natürlich auch alleine anmelden. Und dann sind insgesamt drei Achtergruppen unterwegs. Was ich hier an dieser Stelle wirklich sehr schade finde, ist die Tatsache, dass man quasi das nicht komplett gildenintern machen kann, sondern man kann wirklich nur sich eine Achtergruppe zusammenstellen, zwei Tanks, zwei Heiler und vier DDs und sich dann mittels Looking for Group Tool anmelden und dann eben in dieses Labyrinth hineingehen. Ja, ist halt wirklich so eine Sache. Also ich hoffe, dass es dann wirklich irgendwann die Möglichkeit geben wird, dass man das auch wirklich alleine machen kann, gildenintern. Es ist aber auch so, dass der Kristallturm, anders als sich jetzt vielleicht einige gedacht haben, nicht irgendwie der neue große Riesen-End-Content ist, wo halt jetzt alle reinlaufen wöchentlich, sondern der Crystal Tower ist tatsächlich eher für Leute, die, sage ich jetzt einmal, schon 50 sind und auch schon ein bisschen besseres Gear haben. Aber es ist nicht der richtige Endcontent-Rate. Der Endcontent-Rate ist nach wie vor Bahamuts Cave oder auch kurz Coil genannt. Dort sind nach wie vor die quasi Hardcore-Raider unterwegs. Also Crystal Tower ist nur ein Zwischenstopp. Also wenn man die schweren Innis schon alle durch hat und sich dort gegeert hat, kann man sich nochmal in den Crystal Tower so ein bisschen Zusatzgear holen. Interessanter sind dann die neuen Primes, also unter Anführungsstrichlein die neuen Primes. Es gibt einen neuen, das ist nämlich der Mokri-König Mogul Mok. Man sieht ihn da, ja, dieses katzenähnliche Wesen. Da gibt es auch einen Anführer und gegen den kann man jetzt eben kämpfen. Das ist der neue Prime Fight. Dort gibt es loot-technisch jetzt nichts ganz so Spektakuläres, also für Leute, die schon beim Endcontent sind und ihre Coil Raid Gear haben, für die zahlt sich's nicht wirklich aus, dort reinzugehen, vielleicht einmal, um es gesehen zu haben. Interessanter ist dann das Heldenlied von Ultima. Das ist der bekannte Ultima-Fight, aber jetzt etwas schwieriger und man sieht es auch schon bei der Gegenstandsstufe, wir sind hier bei 61. Da muss man also schon etwas disziplinierter sein. Dort gibt es auch dann entsprechend besseren Loot, kann ich auch mal herzeigen. Ich habe mir nämlich auch schon den Heilring aus dem Ultima Fight geschnappt. Und last but not least gibt es auch die alten Primes, nämlich Garuda, Titan und Ifrit in einen noch härteren Modus. Also es gibt ja bereits schon Götterdämmerung, das ist so quasi der Hardcore-Modus und der wird jetzt halt bezeichnet als Extreme-Modus. Und das ist dann halt schon, man sieht es auch schon an der Gegenstandsstufe 65 hier, geht es dann richtig zur Sache. Also hier sind dann die disziplinierten Raider gefragt und hier droppen dann auch entsprechend nette Sachen und zusätzlich kann auch ein Mount droppen. Also das sind dann die Ta Sachen, die dann, oder die der Content, der dann für die ja, Raider sehr interessant ist. Was gibt es sonst noch Neues in Patch 2.1? Also es gibt unter anderem auch, wird die Geschichtsquest fortgesetzt. Wenn man die Geschichtsquest erledigt hat oder ja, zu Ende gebracht hat, dann trifft man eben auf den Mokri, also auf den Mokri-König. Das ist so quasi das Ende der Geschichtsquest. Es gibt dann auch jetzt die Möglichkeit, dass man sein Aussehen verändert beim Friseur. Da gibt es eine einmalige Quest, da bekommt man einen Gutschein, da muss man dann nichts dafür zahlen, wenn man seine Frisur ändern möchte. Habe ich übrigens schon mal gemacht. Und danach kann man jederzeit zum Friseur gehen in seiner Stube, ja, also in sein Gästequartier und kann dort dann ja, mit den Leuten, mit dem Friseur
also dem Friseur, sorry, dem Friseur den Auftrag geben für 2000 Gil, dass man die Frisur ändert. Man kann aber wirklich nur die Frisur ändern, also und die Gesichtsmerkmale. Also ich kann jetzt zum Beispiel keine Anpassung machen am Geschlecht oder an der Klasse oder an der Klasse, sage ich, an der Rasse. Das funktioniert natürlich nicht. Also es ist wirklich rein beschränkt auf die Frisur. Ich bin echt gespannt, ob es auch irgendwann die Möglichkeit geben wird, außer mit diesem einmaligen Phantasietrank, den man bekommen hat, seine Rasse zu wechseln, was ich übrigens sehr gerne machen würde. Last but not least ist dann ebenfalls noch eine Sache drinnen, auf die sich viele Leute gefreut haben, nämlich das Housing. Eine Geschichte, die WoW-Spieler bis heute noch immer nicht haben, das soll erst jetzt mit dem wahrscheinlich fünften und wie gesagt, vielleicht letzten Add-on soll das eigentlich reinkommen. Hier hat es Entwickler Square Enix endlich geschafft. Wir können da mal... So, wir gehen da einfach mal hin zu den Lavendelbeeten. Es gibt eben drei Housing-Gebiete. Diese Housing-Gebiete sind derzeit quasi noch nicht für einen alleine, sondern das ist ein Gilden-Housing. Und ja, so sieht es aus. Man kann sich da eben eine Hütte hinbauen. Ja, können wir mal hier mal schauen. Da doch wäre schon was hingebaut. Gucken wir mal, da gibt es eine Informationstafel. Black Horizon ist eben die Gilde, die sich das genommen hat. Headquarter hier. Gucken wir mal rein. So, voilà, das ist eben die Hütte von Black Horizon. Ja, schon ganz nett eingerichtet, wie ich finde. Können wir uns ja mal ein bisschen anschauen, wie das eben hier aussieht. Man kann, was ich wirklich sehr schön finde, das Gebiet hier komplett selbst designen und Gegenstände hinstellen, wie man es möchte. Also hier hat Black Horizon anscheinend einen kleinen Spa-Bereich eingerichtet, eine Leseecke. Man kann diese Gegenstände zum Teil kaufen, zum anderen Teil craften und auch in Raid-Content, was ich so gehört habe, können einige spezielle Sachen droppen, also speziellere Geschichten. Ja, finde ich, ist ganz nett geworden. Es gibt das Housing in drei Größenkategorien, Small, Middle und Large. Entsprechend ist es so, dass dieses Gebiet ja ziemlich viel Gil kostet, also wir reden hier von einige Millionen Beträge und das ist auch ein sehr großer Kritikpunkt von den Spielern, dass das Housing derzeit einfach viel zu teuer ist und kaum erschwinglich. Es ist zwar so, dass die Entwickler das Argument abgeliefert haben, naja, man könnte ja, hier sieht man es auch, also dieses kleine Grundstück kostet 8,8, also knapp 8,9 Millionen Gil. Zum Vergleich, ich habe derzeit 2,3 Millionen Gil. Natürlich kann man als Gilde zusammensparen und so weiter und so fort, aber selbst das ist für die meisten einfach nicht erschwinglich. Also wir sind eine relativ kleine, übersichtliche Gilde und keine Chance, dass wir uns das wahrscheinlich in absehbarer Zeit leisten könnten, weil die meisten von uns tümpeln so mit 400.000, 500.000 Gil herum. Man sieht es auch, dass nach einer gewissen Zeit gibt es eine Preisreduktion für das Grundstück und dann wird das Ganze etwas günstiger. Ja, derzeit ist es halt so, dass die Grundstückspreise einfach zu hoch sind und sich derzeit auch nur ganz wenige, ja, sage ich jetzt einmal, Gilden sich das leisten konnten. Wie sie das gemacht haben, weiß ich bei den meisten ehrlich gesagt nicht. Vielleicht haben sie einfach Glück gehabt, haben einen guten Handwerksberuf gewählt und da sehr viel Kohle gemacht. Das ist gut möglich. Vielleicht hat auch der ein oder andere bei einem Goldseller etwas Geld erworben, etwas Gil und hat sich somit ein Häuschen finanziert. Gucken wir mal, wem das hier gehört. Aha, Shinigami. Okay, seid gegrüßt, man streiten sich auch die Innenarchitekten. Na, ganz witzig. Also grundsätzlich eine tolle Idee. Ich finde es auch toll, dass es eigentlich eben dieses Housing gibt. Es ist derzeit halt eben noch so ein bisschen auf die Gilde reduziert. Eigenes privates Housing soll es aber auch bald geben. Irgendwann, glaube ich, mit Patch 2.3, glaube ich, soll das Ganze kommen. Aber immerhin, es gibt Housing, was viele MMOs bis heute nach wie vor vermissen, obwohl sie schon sehr lange am Markt draußen sind. Siehe eben World of Warcraft. Es gibt, ich habe es bereits erwähnt, drei Gebiete insgesamt, also nicht nur hier das Lavendelbeet, sondern noch zwei weitere, wo man sich eben ein Häuschen bauen kann. Wobei ich finde das Lavendelbeet eigentlich eher sehr hübsch. Erinnert mich so ein bisschen an
an das Hobbitdorf, würde ich mal sagen. Oh, ist ganz, ganz süß, wie ich finde. Ja, was gibt es sonst noch? Ich überlege gerade, ob ich nichts vergessen habe. Natürlich gab es einige Balancing-Anpassungen bei den verschiedenen Klassen. Die gehe ich aber jetzt nicht in Detail durch. Also das macht nicht wirklich Sinn. So, zack, wir verschwinden da mal wieder zurück in den tiefen Wald. Es gibt unter anderem auch generell ein paar neue Dailies, wo man unter anderem auch ein neues Emote lernt, nämlich werfen, ja, slash werfen. Da kann man etwas auf einen Gegner oder auf einen Mitspieler werfen, wenn man möchte, Schneebälle oder so Geschichten. Also auch ganz nett, wie ich finde. Ja, ansonsten halt gab es unter anderem auch noch Interface-Anpassungen. Es gibt jetzt zum Beispiel eine Gruppensuchfunktion, da kann man eben direkt was eintragen, was man eben gerne möchte. Also wenn man zum Beispiel eine Gruppe sucht für Crystal Tower, dann kann man das dort eingeben, dann kann man, wenn man möchte, beitreten zum Bleistift. Ist auch eine sehr praktische Geschichte, funktioniert auch recht gut, wie ich sage, also zumindest so erfahrungsgemäß. Ja, Patch 2.1, das waren mal so die großen Neuerungen, die Square Enix da jetzt reingepatcht hat über Weihnachten in Final Fantasy Rimblefun. Es gibt natürlich auch nach wie vor die Events, wie das Weihnacht-Event, jetzt gibt es das Neujahr-Event, glaube ich, das geht noch bis zum 14. Januar, wenn ich mich nicht täusche, ja, bis zum 14. Es sind natürlich noch sehr viele Sachen, die den Leuten fehlen, zum Beispiel eine Garderobe, damit man eben, das ist ja auch das Argument, warum man in Crystal Tower reingehen soll, weil dort sehr hübsche Rüstungsteile fallen. Das macht aber nur dann Sinn, wenn man eben aktiver Raider ist, wenn man auch eine Garderobe hat, wo man dann entsprechend sagen kann, okay, ich nehme diese Garderobe, möchte aber natürlich das Gear behalten von den Stats her, also so wie man das auch von anderen Spielen kennt. Ansonsten war es das eigentlich schon mit den Neuerungen und den neuen Inhalten für Final Fantasy Rim Reborn. Ich finde es einigermaßen recht ordentlich und üppig ausgefallen. Trotzdem ist es so, dass ich so persönlich das Gefühl habe, dass der Content einfach ein bisschen zu spät gekommen ist. Viele Leute haben sich darauf eingestellt, dass das Ganze im November erscheint. Das war eben nicht der Fall, das Ganze kam erst jetzt im Dezember. Darüber hinaus ist es auch so, dass gerade die Hardcore Raider ja, sich jetzt wieder in den Prime-Fights abmühen. Da ist halt auch das Problem für mich persönlich. Ich finde es einfach ein bisschen traurig und auch ein bisschen armselig, um das mal ganz böse zu formulieren, dass man schon wieder die alten Primes nochmal hernimmt, denen einfach das Ganze, den Kampf schwieriger gestaltet. Also das, da glaube ich, hätte es nach so vielen Wochen und Monaten hätte man ruhig etwas mehr implementieren können als einfach nur die alten Primes mit, wie gesagt, neuen Mechaniken. Also ein paar neue Fights oder ein paar neue Gegner wären dann schon ganz nett gewesen, aber gut. Ist halt nicht so. Ich bin gespannt, was Patch 2.2 und so weiter noch bringt. Ist 2.1 jetzt ein Argument, in Final Fantasy Rim Reborn einzusteigen? Ich sag mal, nein, nicht wirklich, denn es hat sich an der Spielmechanik nicht viel getan. Also wer jetzt schon nicht wirklich seinen Spaß hatte mit Final Fantasy, der wird es jetzt auch nicht haben. Für Leute, die jetzt noch so am Überlegen sind, soll ich mein Abo verlängern oder nicht, die meisten werden es wahrscheinlich eh schon gemacht haben, um überhaupt den Content zu sehen. Auch denen kann ich sagen, es ist jetzt kein wirklich, also ich kann jetzt nicht meine Hand ins Feuer legen und hundertprozentig sagen, yo, das sind jetzt hier 1000 tolle Argumente, das zu machen. Also auch die neuen Inis, man ist relativ schnell satt gesehen. Unterm Strich gesehen, es ist halt neuer Content. Es ist vielleicht nicht das, was sich viele erwartet haben. Also gerade das PvP ist dann schon arg minimalistisch ausgefallen. Also hier 4 gegen 4 Arena-Kämpfe, ganz ehrlich. Also das hätte man auch schon zum Release haben können, dass man dann noch weiß ich wie viele Monate braucht. Auf der anderen Seite gibt es noch immer technische Mängel, wie zum Beispiel die Server-Geschichte, dass es immer wieder zu Verzögerungen kommt. Also das hat man nach wie vor nicht so wirklich in den Griff bekommen. Ja, alle Sachen, die nicht gerade für Final Fantasy Rim Reborn sprechen. Es ist trotz allem kein schlechtes MMO, es hat nämlich nach wie vor eine tolle Atmosphäre, eine tolle Final Fantasy Atmosphäre. Also jemand, der sowieso FF-Fan ist und auf der Suche gerade nach einem MMO ist, der kann definitiv, ja,
sein Abo verlängern oder jetzt ins Spiel einsteigen. Es wird durch die neuen Dailies und das Ganze wird jetzt auch einfacher. Und vor allem man kann, kommt schneller ans Level Cap. Also es ist nicht mehr ganz so mühselig wie quasi zum Einzeiten. Ja, das war's mit Final Fantasy Rim Reborn Patch 2.1. Wir werden sicher irgendwann das Ganze, was ich hier gelabert habe, auch mal in schriftlicher Form abliefern, damit ihr das in Ruhe nachlesen könnt, was denn da nochmal so drin ist und was unsere Pro-Kontras sind. Ob sich was an der Endwertung ändert, ich weiß es noch nicht. Ich werde mir den Content noch ein bisschen genauer zu Gemüte führen und dann entscheiden, ob es eine Aufwertung gibt oder ob wir es einfach mal bleiben lassen. Aktuell hat das Spiel 7 Punkte von uns. Mal gucken. Ja, in diesem Sinne bedanke ich mich recht herzlich bei euch da draußen.